Hallo Leute und willkommen zurück in einer der Minecraft Alpha Versionen. Wir sind da oben, Version 1.0.16 und willkommen bei einer weiteren Folge From the Future. So, was ist jetzt das Geile an der Version? Ja, es ist eine der ersten, die wirklich geht, und das Problem liegt krass dabei. Erstens, man kann nichts einstellen. Man kann einfach nur so eine Scheiße einstellen. Das heißt, mein FOV ist extrem auf 70, was ich nicht gewohnt bin. Man kann weder sprinten, es gibt keine Essensbalken. Und ja, das ist doch schon eine krasse Version, oder? Hotkey, nix da. Skin gibt's nicht. Ja, das nenne ich Minecraft Alpha. Damals habe ich noch nicht Minecraft gespielt, aber... ja, okay. Verteilen kann man natürlich auch nicht. Shiften gibt's auch nicht. Also damit verteilen meine ich so oder so, geht einfach nicht. Okay. Oh mein Gott, es ist so ungewohnt, Leute. So ungewohnt. Aber es ist angenehm. Oh mein Gott. Alter, es ist halt echt so mega schleierhaft und die FPS sind auf 60, obwohl eigentlich... ja, man gar nichts laufen haben muss eigentlich, um das hier zu können. Aber es ist extrem anstrengend anscheinend, die Version. Dann töten wir mal das Schaf. Das droppt natürlich kein Fleisch. Es ist total ungewohnt, dass es einfach Wolle droppt. Einfach mit einem Schlag Wolle. Warum habe ich es überhaupt getötet? Erfahrung gibt es ja auch nicht. Es ist einfach krass. Es ist krass. Die Abbau-Animation ist auch total Slow-Mo. Brauchen wir noch irgendwas? Ja, gibt nichts Wirkliches, oder? Blumen gibt es schon, was ziemlich krasses, finde ich. Mobs gibt es natürlich auch, Wasser gibt es auch, Sprinten, Fehlanzeige. Kaktus gibt es schon, okay. Kakteen gibt es also auch, Springen gibt es natürlich. Es gibt, okay, F ist Sichtweite einstellen. Es heißt damals noch Fog, also Nebel. Und es heißt zwar Render Distance, aber man kann damit auch... ah, genau, damit füllt man sein Leben auf mit den Tieren. Oh, es ist so geil. Es ist so Minecraft, so total ungewohnt. Es gibt einfach... keine Ahnung, wahrscheinlich gibt es gerade mal 50 Blöcke, wenn überhaupt. Ich glaube, ja, 50 hauen vielleicht hin. Da drüben ist Lava, ein Chicken, unser erstes Chicken. Und allein die Haltbarkeit vom Holzschwert ist anscheinend extremst niedrig. Ist, glaube ich, in... ja, jetzt nicht mehr ganz so. Ist immer noch bei 50 oder so. Und jetzt ist mein Schwert fast kaputt. Und ich habe halt Fleisch zum Regenerieren. Und irgendwie habe ich auch gar keinen Sound. Merkt ihr das? Music on, Sound off on. Ne, Sound... weiß nicht. Eigentlich sollte es den geben. Und Setzlinge sind überall. Wir testen mal kurz Fallschaden. Wenn ich hier hochkommen würde. Jump and Runs sind natürlich möglich. Natürlich ohne Sprinten und alles. Boah, krass. Krass, krass, krass. Und damals gab es schon Multiplayer. So, jetzt regenerieren wir nicht und müssen das essen, um zu regenerieren. Krass. Droppen Chicken überhaupt, Chicken? Ich bezweifle es. Ich denke, die droppen nur Federn, genau. XP gibt's nicht, gibt's nicht. Also das ist schon eine coole Version, muss ich sagen. Ich bringe immer nur kurze Folgen. Und wenn es dann mal weitergeht, bringe ich natürlich spätere. Weil im Endeffekt ja, muss ich vielleicht die Welt immer resetten, weil es sich alles komplett ändert. Und das ist schon ziemlich nice. Die Lava, die Texturen sehen einfach anders aus. Und vor allem dieses Gras halt. Und es ist total ungewohnt, halt mit dem FOV hier zu spielen. Ich glaube, das ist... ja, niedriger als 70 Standard, glaube ich sogar. Ich bin mir nicht sicher. Kaktusse ploppen aber so schon und haben auch eine ganz nette Textur. Farben, ja, gab es da mal natürlich noch nicht. Kann man die denn auf Sand bauen? Es ruckelt wie sonst was. Nein. Kies gibt's schon. Das hat auch eine andere Textur, glaube ich, in Vanilla bekommen. Krass, krass, krass. Also es ist unglaublich, leider kein Ton, dann kann ich nur Musik hinterlegen. Kohle gibt's da oben schon. Aber will ich da hin? Ah, ich glaube nicht. Kohle ist da auch, da gehen wir mal hin. Es ist einfach so langsam und so wenig FPS, einfach
so 30 bis 60 und dann ohne Sprinten, ey. Ich glaube, ich sprinte nicht in Minecraft nie. Das heißt, ich sprinte eigentlich dauerhaft. Und das ist eben das Merkwürdige. Und Erze spawnen radikal quer, aber hier ist nur eine Kohle. Und daraus machen wir Fackeln. 4 geben die auch schon, das ist cool. Und damit könnten wir ausleuchten Höhlen, aber für was Höhlen? Eisen? Ja, ich glaube, Eisen gibt es auf jeden Fall. Ob es Redstone, Dias und so gibt? Ich denke, es gibt Eisen. Eisen müsste es geben und... Haha, Fleisch. Alter, vor allem, das ist hier irgendwie so, keine Ahnung, so völlig verpackt. Wenn man hier so im Inventar schaut, wenn man das hier drunter zieht. Ja, da merkt man schon, ist halt Alpha, ne? Ist halt Alpha. Und da habe ich es aus Versehen gedroppt. Und jetzt mein Schwert weg. Nur noch eine Spitzhacke. Ich weiß nicht mal, ob die Attack Damage hat. Doch, hat sie sogar hier. Schon. Damals. Krass, 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 krass. Also das ist echt sehr, sehr ungewohnt, Leute. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr damals schon angefangen habt, Minecraft zu spielen. Also ich habe angefangen in der 1.4. Also nicht mal in der Alpha. Ich... halt in der 1.4 Minecraft, das war vor 2 Jahren oder so, oder vor, ja, 2,5 Jahren nicht, ist schon ewig her. Und ja, damals, ich sag mal, damals war die Welt schon ziemlich cool generiert, weil wenn man sich mal mittelalte Version aussieht, wo es schon Schneebiome gibt, was es hier, ja, vielleicht gibt, ich bezweifle es, dann sieht man, dass da alles flach ist, alles einfach flach. Und wir haben Eisen gefunden, unser erstes Eisen. Ja, nice. Aber wir sehen uns dann bei der nächsten Folge. Mal schauen, ob ich in der Welt weiterspielen kann, weil ich springe mal ein paar Versionen vor. Und jetzt ruckelt's derbe. Es ist schlimm, aber wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Leider kann ich mich jetzt nicht selber zeigen, meinen Skin oder so. Oh, schade. Das ist doch ein cooler Ausblick. F1-Modus. Ja gut, ne? Screenshots, aber, ja gut. Man kann ja nochmal hier kurz schauen. Controls, Chat, T. Aber Chat gibt's nicht. Wenn ich T drücke, passiert nichts. Das heißt, es war Multiplayer vorgesehen, aber noch nicht wirklich hier verwirklicht. Also wir sehen uns in der nächsten Folge. Freut euch drauf und ciao.